question my faith. Almost blew out my brains. Jumped in front of a train. Thank God that I was saved. I never forget. Facing the lead. Turning a red. Face full of sweat. Christi, Servus, Leute. Was geht? Ich schaue hier gerade in den Himmel und versuche, meine Jacke zuzumachen. Ich habe heute was richtig Schmackhaftes für euch. Hi, alles gut? Servus. Leute, heute gibt es mal wieder ein Moji fährt eure Bikes. Und ihr seht schon, ich zeige es euch nachher später, weil das ist wirklich ein Schmankerl, das Ding. Hier kurz, guckt es euch an, ihr habt es gesehen. Jetzt haust du mir ein paar Fakten raus über dieses Schätzchen. Oder willst du erst dein Insta raushauen? Kann ich machen, ja. Hau dein Insta raus. Der Punkt Eder. Der Punkt Eder. Wieder Meister Eder. Wieder Meister Eder, ich klatsche einfach rein. Der gute alte Meister Eder. Du hast echt ein sehr, sehr geiles Ding. Ha! Geil! Also erklär mal, was ist das oder wie heißt also, das Ding? Das ist eine Simson S51. Ich habe sie umgebaut mit meinem Dad. Mhm. Das gefühlt alles umgebaut. Also das ist gekürzt, die Sitzbank ist umgebaut, anderes Tankset, Lackierung. Das ist gekürzt, andere Reifen, Kennzeichenhalter. Also wirklich komplett. Komplett. Sieht aber auch so aus, Mann. Ich habe es dir ja vorhin schon gesagt, ich finde das Ding wirklich, wirklich sehr, sehr schön, Alter. Also es kann gut sein, dass es die schönste Simson in Deutschland ist, oder? Also ich habe noch keine schönere gesehen, so, um ehrlich zu sein. Ja, ich auch nicht. Was für ein Baujahr ist sie, wenn ich fragen darf? 1981, crazy, Alter. Aus der DDR. Da warst du nicht mal auf der Welt. Ja. Da war ich auch noch nicht auf der Welt. Ja. Ja. Ach, chillig, du hast ja. Komm mal runter hier, Kollege. Holzkennzeichenhalter. Ja. Geil, Digga. Also, sowas feiere ich mies, weil das siehst du einfach nicht. Oder war das damals auch schon so? Nee, das habe ich vor einer Woche gemacht. Das hat 10 Minuten gedauert. Einfach ein bisschen an, mit dem Feuer dran und dann, damit das hier nicht die ganze Zeit umgebogen ist, weil ich bin da immer hin und dann hat es umgebogen. Hast du diese ganzen Ideen, also wie der Sitz aussehen soll, der Tank und so, hast du das alles selber überlegt? Ja. Da waren wir mal langweilig in der Schule und dann habe ich das gezeichnet. Ach krass, ey, ich muss echt sagen, du hast... Das ist bei mir noch in der Werkstatt. Du hast wirklich ein Talent für sowas. Also es ist halt stimmig alles. So die Rückleuchten, hier der Sitz, der Tank gefällt mir mega gut. Dieses gebürstete oder was. Ja. Also ich habe den abgeschliffen, so auf dem Metalllook und dann habe ich so ein Oxidierer drauf, so ein Messing-Oxidierer. Mhm. Und dann ist das halt hier so angelaufen mit ein bisschen Rost und... Und dann einfach Klarlack drüber. Wie viel Leistung hat die jetzt? Also die hat 60 Kubik drauf. Okay. Also 6-7 PS oder so. Wie schnell fährt das Ding? Um die 80 rum. Um die 80, crazy, Alter. Erklär mir mal, wie ich das Schätzchen hier fahren soll. Also du hast mir vorher schon ein paar Sachen gesagt, genau, wo ich drauf achten muss. Also wichtig ist, es sind zwei Takte, also keine Motorbremse. Mhm. Eins runter, zwei hoch. Es ist ein Dreiganggetriebe. Mhm. Kann sein, dass du vom zweiten in den dritten oder auch vom ersten in den zweiten in den Leergang kommst. Also dass der Gang nicht richtig reingeht. Dass der Gang nicht richtig reingeht. Okay. Kann sein, dass du so voll aufdrehst und... Die muss noch ein bisschen eingefahren werden, aber sonst... Ach, hier ist Motoröltemperatur, oder was? Nee, ist der Tacho. Warum hast du hier einen Schraubenzieher drin? Das hier für den Seitendeckel. Setz mich einfach mal drauf. Okay, von 1 bis 10. Wie behindert sehe ich gerade aus? Ja. Ey, du musst nachher auf jeden Fall auch ein Bild von mir machen, Digga. Das ist... Also hier und jetzt einfach... Ah, okay, ankicken. Also ohne Kupplung, aber... Gas oder so? Ein bisschen vielleicht. Maschallah, beim ersten Mal hast du es gesehen. Puh, sonst hast du mir alles erklärt, oder? Genau, also hier einfach Blinker, die gehen halt, du musst halt einfach so wieder zurück machen. Ach krass, die sind ja auf der Seite, okay. Und Hupe. Ja, dann vielen Dank schon mal. Danke. Du hast echt ein sehr, sehr geiles Ding. Okay, also ich fahr mal los einfach, gell? Genau. Also du musst ein bisschen Gas geben beim Anfang, im ersten Gang. Also wirklich spürst du dann aber. Okay. Und beim Ankicken, wenn es dir ausgeht, einfach Gang raus und dann... Okay, der Gang ist drin. Okay, Leute, ich sitze jetzt auf meinem Gefährt für heute drauf. Alter, das ist ja mal unnormal komisch, Bruder. Also der Kupplungshebel und Bremshebel, die sind sehr, sehr hart, Digga. Also muss man richtig reingreifen. Ich hoffe, ich komme jetzt irgendwie in den Straßenverkehr rein. Schaffe ich das vor Mercedes? Nee, da warte ich lieber noch. Ich weiß nämlich nicht, was für ein Monster hier unter mir schlummert. Okay. Erster Gang hat schon mal geklappt. Ich weiß jetzt nicht, ob der Gang drin ist. Fast einen Unfall gebaut. Oh Gott, ich bin mitten im Kreisverkehr. Ich lasse mal den ersten erstmal drin. Den zweiten, ich hab's geschafft. Leute, ich bin drin im Game. Ich bin im zweiten Gang und ich roll. Okay, dritter ist auch drin. Er läuft doch wie am Schnürchen, Bruder. So, hier fahren wir jetzt rechts. Also ich muss auf jeden Fall gleich mal direkt stehen bleiben und euch das Schätzchen in seiner vollen Pracht zeigen, weil es sieht wirklich, wirklich sehr, sehr geil aus. So, erste Fahreindrücke. Das Ding
wiegt gefühlt so viel wie meine Socke. Ich spüre das Ding irgendwie gar nicht. Ich habe das Gefühl, ich könnte es einfach so hochreißen und über den Strommast hier drüber schmeißen. Konzentriere dich, Mogli, Kreisverkehr. Keine Motorbremse hat er gemeint. Ich bin jetzt im zweiten Gang. Läuft ganz gut bis jetzt eigentlich. Also ich habe es mir schwerer vorgestellt. So, und jetzt kickt er aus dem Kreisverkehr raus. Dritter Gang. Okay, wir fahren gerade 50 km/h. Fühlt sich an wie 300. Also ich bin wirklich mal gespannt, was ihr zu diesem Schätzchen hier sagt. Weil mir schreiben so oft, Leute, fahr doch mal eine Simson-Probe. Willst du mal eine Simson-Probe fahren? Also da gibt es schon so ein wirkliches, so eine wirkliche Fangemeinde von solchen Motoren, ist mir jetzt aufgefallen in letzter Zeit. Also ich bin mal wirklich gespannt, was ihr jetzt zu diesem Schätzchen hier sagen werdet. Komm, ich würde sagen, wir bleiben mal genau hier stehen. Ah, wunderschöner Spot, um hier dieses Schätzchen euch zu präsentieren. Ich habe jetzt keine Ahnung, in welchem Gang ich bin. Ich glaube, ich bin im ersten. Ich hab's geschafft. Neutral. Maschallah. Okay. Das ist hier der Ständer. Sehr, sehr geiles Ding. Ach, hier. Da ist er ja. Okay, wie mache ich das jetzt aus, das Ding? Hä? Wie mache ich das Ding hier aus? Das ist Licht. Das ist die Hupe. Das muss doch hier sein, oder nicht? Ah. Nice. Ich hab's geschafft. Jetzt guckt euch mal bitte diese Schönheit an. Wie geil sieht das Ding bitte aus? Es sieht halt einfach aus wie so ein richtig geiler Kaffee-Racer, auf dem David Beckham durch die Stadt brettert und sein wunderschönes Haar durch den Wind flattert. Nur in klein. So die Midget-Version davon. Schreibt mal bitte in die Kommentare von 1 bis 10, wie nice sieht das Ding aus. Ich finde diesen Style so mit diesem gebürsteten Tank und dann dieser beige Sitz hier mit diesem schönen Muster drauf. Ich finde das echt geil, Digga. Also es hat was. Sieht richtig, richtig cool aus. Ich zeige euch mal die Front. Das ist einfach geiles Ding. Was soll ich da noch großartig sagen, Leute? Okay, Leute, ich würde sagen, ich schmeiße das Schätzchen nochmal an. Und dann gibt es einen kleinen Soundcheck. Schauen wir mal, ob ich es wieder direkt beim ersten Mal schaffe. Nee. Oh nein, bitte nicht. Sag mir bitte jetzt, dass ich das Ding ankrieg. Oh, verdammte Scheiße. Ich bring dich um, du Klepp. Oh nein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier irgendwie was verstellen muss, aber das Ding war doch links, oder nicht, als ich gefahren bin. Das heißt, es muss so bleiben. Also irgendwas mache ich gerade falsch. Verdammte Scheiße. Okay, Leute. Ich muss es jetzt irgendwie schaffen, das Ding anzumachen. Also hier stelle ich die Zündung ein. Was kann ich noch falsch gemacht haben? Ich habe ja nichts verstellt. Ich habe doch nur das Motorrad hier ausgemacht, weil ich es nach rechts gemacht habe. Oh Gott! Läuft sie? Oh Gott! Jetzt sag nicht, dass ich das Ding kaputt gemacht habe. Wieso geht denn die wieder aus? Komm, Bruder! Gib alles! Jetzt! Oh. Oh nein! Ich hab doch nichts gemacht! Warum tust du mir das jetzt hier gerade an? Leute, wir sind am Arsch. Also ich weiß nicht, was ich hier noch irgendwie anders machen sollte. Also irgendwie nimmt die kein Gas an. Jawohl! Leute! Sie ist am Leben! Oh Gott, komm, wir fahren schnell weg. Lass mich doch schnell meine Handschuhe hier holen. Okay, komm, wir machen jetzt einen ganz schnellen Soundcheck. Seid ihr ready dafür? Hey Digga, hört sich echt geil an. Also es ist ein Zweitaktmotor. Ich finde den Klang von Zweitakt dann eh sehr, sehr sexy. Und es passt halt einfach perfekt zu der Optik von dem Bike. Sehr nice. Okay, ich bin gerade sehr glücklich, dass wir das Ding wieder angekriegt haben. Wir fahren jetzt direkt zurück zu Allgut. Ich habe nämlich keinen Bock, hier nochmal liegen zu bleiben. Ist sie mir gerade ernsthaft abgestorben? Was bin ich denn für ein Vollidiot? Okay, sie läuft wieder. Komm, konzentrier dich, Mogli. Erster Gang ist drin. Wieso nimmt die kein Gas mehr an, Bruder?
Och nee. Wenigstens springt sie schon mal die ganze Zeit an. Okay, das war jetzt ein bisschen viel Gas, aber ich habe es geschafft loszufahren. Wir sind jetzt im zweiten Gang. Da werde ich auch safe bleiben. Komm, wir fahren jetzt direkt zurück. Ja, Freunde, wir sind back on the road. Kurzer Beschleunigungstest von 25 auf 30. 30. Okay, reicht. Ey Leute, ich habe echt Schiss, dass ich irgendwas kaputt gemacht habe. Aber ich habe doch nichts gemacht. Ich habe immer die Kupplung gezogen. Also ich habe keine Motorbremse gemacht. Ich war doch ganz nett zu dir, Schätzchen. Warum tust du mir das hier an? Okay, Mogli, komm jetzt runter. Alles ist gut, solange du wild bist. Also Leute, ich mache mal so ein kurzes Fazit von diesem Motorrad hier. Ich muss wirklich sagen, optisch gefällt mir das Bike mega gut, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und ich finde auch, dass so ein Ding einfach viel, viel geiler ist, als wie zum Beispiel hier so vor uns ein Roller oder sowas. Ich weiß nicht, man kann so rumschalten, man hat irgendwie Sound. Da sind einfach mehr Emotionen irgendwie dabei so. Ich finde das Bike auf jeden Fall sehr geil. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde jetzt gleich mal noch fragen, was man da für einen Führerschein braucht. Ob es der Führerschein für einen Roller ist oder irgendwie so ein 25er Führerschein. Ich kenne mich da nämlich gar nicht aus, Leute. Ja, mit was bist denn du? Jetzt ist sie mir ausgegangen. Das war einfach wegen dir. Wieso wegen mir jetzt? Was machst denn du hier? 5 Meter hätte ich noch gebraucht zu dem Jungen. Jetzt kommst du hier vor mich und das Ding ist aus. Ja, selber schuld, wenn man nicht fahren kann. Ha! Hi. Also es lief eigentlich alles gut. Ich schieb sie mal, okay? Ja, klar. Also die ist mir vorhin auch, ich habe sie ausgemacht, kurz einmal. Und dann habe ich ein bisschen gebraucht, um sie wieder anzukriegen. Und dann, wenn ich den ersten Gang reingemacht habe, hat die kein Gas mehr angenommen irgendwie. Aber ja, das kann mit der Leerluftdüse ein bisschen was sein. Okay. Ich kann was kaputt gemacht, ja, nicht, dass ich irgendwas kaputt gemacht habe, aber ich habe echt aufgepasst. Also ich habe immer Kupplung gezogen. Ja, hat echt Spaß gemacht, Digga, war geil. Was für einen Führerschein braucht man denn für sowas? Autoführerschein oder halt ein Roller, AM. AM heißt es, oder was? AM oder halt, der kriegt man beim Autoführerschein auch dazu. Das ist einfach ein ganz normaler Roller, halt nur, also den kann man ganz normal Rollerführerschein fahren. Ah, okay. Wie viel hast du ungefähr gezahlt für alles? Also ich habe sie gekauft für 600 und habe da circa nochmal 2.500 reingesteckt. Willst du noch irgendwas sagen? Willst du Verwandte grüßen? Willst du... Ja, meine Oma. Ich grüße meine Oma. Einen auf Jesus, oder was? Hä? Ach komm, egal, lass es einfach sein. Ich bring dich um. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Danke nochmal an dich, ja, dass du mich fahren lassen hast. Ich hoffe, ich habe da jetzt wirklich nichts kaputt gemacht. Nein. Freunde, dann würde ich sagen, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Was auch mal geil wäre, wenn ich Chicks kläre mit dem Ding. Jederzeit. Weil ich glaube, so ein Ding kommt halt wirklich gut an bei den Chicks. Oder was würdest du sagen so bei den Frauen? Hast schon die ein oder andere Chaya schon geklärt mit dem Ding, oder? Ich sehe es in deinem Blick, Bruder. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dann würde ich sagen, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Heide Ackermann und du hast echt ein sehr, sehr geiles Ding. Ja.